Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nein, noch bin ich nicht unter die Schäfer getreten, aber ich präsentiere Ihnen heute einen ganz feinen, fantastischen, französischen Schäferhund. Ja, wie viele andere Länder auch, kann Frankreich auf eine jahrhundertlange Tradition toller Schäferhunde zurückgreifen. Doch da gab es einen ganz speziellen Schlag, der in ganz Frankreich bekannt war unter dem Namen Barouche, was so viel bedeutet wie Rotstrumpf. Und das wieder hat den Grund in der Farbe, in welcher diese Hunde hauptsächlich vorgekommen sind, nämlich schwarz mit rotbraunen Abzeichen. Barouche. Doch gab es diese Hunde auch in anderen Farben, nämlich rein schwarz, Lowfarben, gefleckt und so weiter. Auch die Fellbeschaffenheit war verschieden. Es gab kurzhaarige, stockhaarige und langhaarige Hunde. Doch eines hatten diese Barouches alle miteinander gemein. Es waren ausgesprochen harte, ausdauernde Hunde, die Schafherden perfekt bewachten, hüteten und getrieben haben. Also die perfekten Schäferhunde, weswegen sie auch in Frankreich so beliebt waren. 1896 beschloss man, die kurz- und stockhaarigen Hunde von den langhaarigen Barouches zu trennen und den Hunden mit kürzerem Fell einen eigenen Namen zu geben. Den Hunden mit dem langhaarigen Fell einen eigenen Namen zu geben. Die kurzstockhaarigen Hunde benannte man nach der Region Bius, also Bussero, und die langhaarigen nach der Region Briard. Heute sind das zwei völlig voneinander getrennte Hunderassen, die aber einen Nenner haben. Mit der Zeit veränderte sich das Aussehen des Bussaros und waren die Fänge dieser Hunde früher eher zierlicher gebaut, ist das heute ein Hund mit recht kräftigem Fang. Auch das Fellkleid ist nicht mehr ganz so üppig wie damals, die Rute nicht mehr so buschig und die Farben wurden auch minimiert, denn heute gibt es den Bussaro nur mehr in zwei Farbschlägen und zwar ist das eben dieses Schwarz mit rotbraunem Brand, also Barouche-Ding, und in Harlequin-Farben, doch in letzterer Farbe kommt der Bussaro eher selten vor. Fellkleid habe ich schon beschrieben, das ist meiner Meinung nach ein Kurzstockhaar, obwohl er oftmals als Kurzhaar bezeichnet wird, doch dieser Hund besitzt recht üppige Unterwolle, das Ganze lässt ihn recht wetterfest sein. Die Rüden erreichen Schulterhöhen zwischen 65 und 70 cm und werden zwischen 32 und 45 Kilo schwer. Das sind schon ziemlich kapitale Jungs. Auch die Mädchen, die Hündinnen, werden zwischen 61 bis 68 cm mit der Schulter hoch und zwischen 30 bis 40 Kilo schwer. Also auch die Mädchen müssen sich hier nicht verstecken. Er hat ein natürliches Schlappohr, welches auch heute noch oftmals kopiert wird. In Österreich und Deutschland ist das verboten, doch es gibt noch Länder, wo das nicht so ist und dort wird der Bussaro oftmals noch kopiert. Dieser Zustand verleiht ihm eine gewisse Ähnlichkeit zum Dobermann, doch dazu dann später. Es gibt eine Besonderheit beim Bussaro, auch beim Briard, und das ist die vom Rassestandard erforderte doppelte Afterkralle an den Hinterbeinen und das haben wir oftmals auch bei Hunden, wo das vom Rassestandard nicht erwünscht ist und wird aber zumeist dann chirurgisch entfernt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, denn diese Afterkrallen, die da lose baumelt, also herunterhängen an den Hinterpfoten, also der Bussaro besitzt somit 6 Zehen an den Hinterpfoten, die können sich Hunde, wenn sie Hürden überqueren oder durchs Dickicht laufen, oftmals einreißen oder gar abreißen, was erhebliche Verletzungen dann darstellt. Deswegen werden die oftmals operativ entfernt. Doch beim Bussaro wie auch beim Briard ist das vom Rassestandard so gewollt. Kurz mal zu den kopierten Bussaros und ihrer Ähnlichkeit zum Dobermann. Ich möchte gleich vorneweg sagen, charakterlich unterscheiden sich die französischen Schäferhunde vom Dobermann doch um einiges. Aber ein kopierter Bussaro weist meiner Meinung nach schon eine Ähnlichkeit zum Dobermann auf. Ich habe aber schon oft gelesen, dass Leute behauptet hätten, nein, ein Bussaro hat mit einem Dobermann optisch überhaupt nichts zu tun. Ich würde diese
Behauptung als etwas gewagt empfinden, denn kopiert sieht der Busserow schon einem Domawan etwas ähnlich. Allerdings gebe ich zu, dass ein unkopierter Busserow oftmals absolut nichts mit einem Dobermann zu tun hat, bis auf die Farbe vielleicht. Das gebe ich zu. Wenn wir schon beim Vergleich sind, Dobermann und Busserow, möchte ich gleich mal zum Charakter kommen. Und ja, man kann den Busserow in manchen Situationen, in manchen Fällen mit dem Dobermann optisch als ähnlich bezeichnen, würde ich mal sagen. Doch charakterlich ist er weit weniger laut als der Dobermann. Auch weit weniger laut als ein deutscher Schäferhund. Warum nehme ich da den deutschen Schäferhund mit rein? Na, weil das auch ein Schäferhund ist. Ja. Ich würde sagen, dass der deutsche Schäferhund der Dobermann im Vergleich zum Busserow charakterlich präsenter sind, lauter sind. Nein, ich bezeichne den herrlichen deutschen Schäferhund und den herrlichen Dobermann nicht als laute Hunde, aber sie sind charakterlich präsenter, lauter, als es der Busserow ist, wenn er den Rassestandard optimal vertritt. Denn hier kommt natürlich auch der Begriff Individualität zu tragen, denn es wird mit Sicherheit auch Busserows geben, die einen Dobermann, was das Temperament betrifft, ja, übertreffen. Klar, wir sind eine große, große Welt mit vielen Busserows. Aber ein Busserow, der den Rassestandard optimal vertritt, wird immer etwas gedämpfter unterwegs sein. Etwas, charakterlich etwas leiser sein als der Dobermann, aber auch als der deutsche Schäferhund. Allerdings hat er mit diesen beiden Hunden auch vieles gemein. Genauso wie der Dobermann und der deutsche Schäferhund ist der Busserow ein exzellenter Bewacher und ein exzellenter Beschützer seiner Familie. Der Busserow ist ein nicht minder geeigneter Gebrauchshund als die beiden Kapazunder, die ich genannt habe. Und ich weiß, dass bei länderübergreifenden Wettbewerben, wo es zur Sache ging mit Unterordnung, Schutzarbeit, Pferdenarbeit und so weiter, Busserows beachtliche Erfolge erzielt haben. Ja? Dennoch gilt er im Vergleich zu den Hunden deutscher Schäferhund und Dobermann als Spätstarter. Also er ist nicht ganz so schnell reif geistig wie der Dobermann oder der deutsche Schäferhund. Allerdings ist ein erwachsener Busserow, auch wenn er etwas länger benötigt im Kopf, um erwachsen zu werden, ein mindestens genauso gut geeigneter Gebrauchshund, meiner Meinung nach, wie der deutsche Schäferhund und der Dobermann. Obwohl man ihm nachsagt, dass er auch eine gute Portion an Sturheit mitbringen kann. Um nicht zu vergessen, möchte ich gleich jetzt nochmal betonen, dass auch der Busserow ein unheimlich toller Hund ist für Familien mit Kindern, denn er gilt als sehr geduldig Kindern gegenüber, wenn er gut sozialisiert und erzogen wurde. Wenn wir schon über den Gebrauchshundesport sprechen, möchte ich hier ganz kurz ein persönliches Erlebnis mit dem Busserow von mir geben. Wir hatten damals, ich habe den Anfängerkurs geleitet, zu dieser Zeit hatten wir ein Mitglied, das noch nicht lang bei uns am Platz war. Das war ein pensionierter Polizist, ich weiß noch, wie er geheißen hat, das war der Herr Klaus, der hatte eine markante Gesichtsprothese aufgrund eines Autounfalls, wo es ihm das halbe Gesicht weggerissen hat. Also das sah nicht aus wie das Phantom der Oper, das sah aus wie menschliches Gewebe, aber ja. Doch ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sein Busserow-Mädchen geheißen hat. Das war ein eineinhalbjähriges Busserow-Mädchen, eine Busserow-Hündin. Brav, doch er hat sehr spät mit dieser Hündin bei unserem Platz zu arbeiten begonnen, ist mittendrin eingestiegen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir arbeiteten an diesem Tag an der Leinenführigkeit, Kommando Fuß mit einigen Winkeln drinnen, und ich sah, er hatte da erhebliche Probleme mit seiner Hündin, fragte ihn, ob ich sie mir kurz ausborgen könnte. Er gab sie mir. Ich ging einige Meter mit diesem Mädchen an der Leine, machte einige Winkel, und er meinte, boah, die geht bei dir wie ein Gardesoldat. Ich beruhigte ihn und sagte, ja, hör zu, die hat aktuell etwas Respekt vor mir, dir tanzt sie noch auf der Nase herum. Außerdem ist meine Haltung etwas anders als deine, aber ich verspreche dir, in Zukunft sieht das bei dir besser aus als bei mir. Was es dann auch tat, denn das wurde eine Top-Hündin. Also Arbeiten, in den Genuss von Arbeiten mit Busserows kam ich in meinem Leben nur einmal. Ja, wir hatten nur einen Busserow bei unserem Platz, das war diese Hündin.
Ich sah sehr oft Buserose auf Ausstellungen, alles wunderschöne Hunde, hatte aber sonst privat eigentlich nie mit Buserose zu tun, leider. Denn das ist ein Hund, der voll in mein Schema, in mein Beuteschema reinfällt. Also, für wen ist dieser fantastische Hund geeignet? Für sportliche Menschen, die es verstehen, einen Hund körperlich und geistig zu fordern. Der Busero ist ein Arbeiter, ist ein fantastischer Familienhund. Ein Hund, ein fantastischer Familien- und Begleithund für Leute mit Kindern. Keine Frage. Aber das ist ein Arbeiter. Das ist ein Hund, den Sie schon beschäftigen müssen. Und wenn Sie nicht am Hundeabrichterplatz mit ihm arbeiten, wenn dieser Hund nicht an der Schafherde arbeitet oder ähnliches, müssen Sie ihm andere abwechseln, Alternativen bieten. Der Hund gehört beschäftigt. Sie müssen ihn nicht jeden Tag auspowern, das ist sowieso nicht gut, jeder Hund braucht Pausen, aber er sollte seine regelmäßige Beschäftigung bekommen. Ich bin mir aber sicher, dass dieser Hund mehrere oder ein großes Klientel ansprechen kann, nämlich sowohl Leute, die sich im Schäferhundelager zu Hause fühlen, egal ob das deutsche Schäferhunde sind, holländische, belgische Schäferhunde sind, könnten sich angesprochen fühlen von einem Busero. Das steht außer Frage. Aber auch Menschen, die eher im Lager des Dobermanns zu Hause sind und nicht nur wegen der Optik. Denn klar, ein Busero unterscheidet sich charakterlich vom Dobermann, aber nicht auf so krasse Art und Weise, dass er hier nicht in Frage kommen würde. Ich würde aber auch sagen, dass er Leute anspringen könnte, die sich im Lager des Rottweilers bewegen. Denn hier gilt dasselbe wie für einen Dobermann auch. Zum Rottweiler unterscheidet er sich charakterlich, aber auch wieder nicht so krass und so stark, um ihn uninteressant werden zu lassen. Und ich sah schon Rottweiler Schäfermixe, die einem Busero optisch schon gefährlich nahe kommen. Also ich kann mir vorstellen, wenn Ihnen ein Rottweiler gefällt, dass Ihnen auch ein Busero gefällt. Allgemein gesehen, ein Top-Gebrauchshund, klar, sonst wäre er auch nicht beliebt bei Militär und Polizei. Auch heute ist er ja auch heute noch ein Hund, mit dem Sie sehr viel Freude haben können, wenn Sie das Optimum aus seinem Charakter herauskitzeln, und das tun Sie, wenn Sie diesen Hund beschäftigen. Nicht traktieren mit Beschäftigung, aber regelmäßig vernünftig beschäftigen. Dann ist das ein absoluter Spitzenklassen-Familienbegleit-, Wach- und Schutzhund. Einer der tollsten Hunderassen, der tollsten Schäferhunderassen auf der Welt. Davon bin ich überzeugt. Ja, liebe Zuseher, das war's jetzt mit dem herrlichen Busero. Mein nächstes Video ist wieder ein Vergleichsvideo, und das wird höchstwahrscheinlich besonders Menschen, also Fans von den Knautschgesichtern, Sie wissen schon, kurzer, breiter Fang, breiter Kopf, freuen. Davon gehe ich mal aus, aber ich bin ja auch ein Fan von diesen Knautschgesichtern. Das wissen Sie ja selbstverständlich auch schon. Ja. Lassen Sie sich überraschen. Jetzt kann ich nur mehr sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und ja, liebe Zuseher, das war's schon wieder.